Die Industriekschaft, das Quiz auf drei Rädern, wird Ihnen präsentiert von der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Herzlich willkommen zur Industriekschau, diesmal aus dem Oberland, aus Thüringen. An einem schönen Frühlingstag sind wir da vor der Sportmittelschule, sondern die Musikmittelschule Thüringen natürlich. Und jetzt bin ich auf der Suche nach Kandidaten, die mit mir gerne spielen täten. 4 Fragen, 4 Antworten, 4 Gutscheine. Vorarlberg ist. Und im Augenwinkel sage ich da der Herr Nachbar. Jetzt fragen wir mal, ob der mit mir spielen mag. Grüß dich Gott. Robert Amann, Thüringen. Grüß dich, Martin Weinzerl. Ja, kennen wir schon vom Fernsehen. Ah, kennen wir vom Fernsehen? Ja. Treuer Ende-TV-Seher. Ja, genau. Das sage ich immer. Das freut mich. Dann kennst du das Prinzip ja wahrscheinlich eh schon. Wir hocken jetzt, wenn du magst, auf das Rad. Ich stelle dir 4 Fragen und du kannst gewinnen. Ja, gut. Hoffentlich weiß es. Das machen wir schon, das machen wir zusammen. Ja, hoffen Gut, dann kommen wir. Ja, gut. Ja, Robert, dann kommst du ein bisschen zu mir. Ja. Wir fahren jetzt eine Runde. Mit dem Gerät da. Ja. Ich stelle dir ein paar Fragen und dann das schaffen wir. Ja. Du steigst jetzt hier ein am besten. Ja. Und ich dahinter. Oh. Ja, Robert, dann legen wir los. Bist du ja. bereit? Ja. Du wohnst hier gleich. Ja, da. Du hast schon Rösser. Ja. Ein Zuchtbetrieb. Ein Zuchtbetrieb. Von was halten wir die jetzt gerade ab? Ja, ich bin für Benzin holen für meine Maschine. Ja, das würde ich sagen. Fangen wir mal an, oder? Ja. Erste Frage, geht so ein bisschen um Ding. Welches App auf dem Handy? Ja. Aber jetzt kriegen wir her. Welches App, meinst du, wird von Vorarlbergs Jugendlichen am meisten verwendet? Ich habe immer 3 Möglichkeiten. Aha. Ist das WhatsApp? Ist das Facebook? Oder ist das TikTok? Was meinst du, was tun die am meisten? WhatsApp, Facebook oder TikTok? Ich glaube TikTok. Meinst du? Tust du auch? Tust du Nein, mit dem Handy? Nein, ich kenne mich nicht aus. Mit TikTok, ne? Nein. Gar nichts? Nein. Tust du? Nein. WhatsApp auch nicht? Auch nicht. Facebook auch nicht. Auch nicht. Aber was meinst du, was tun die Jungen am meisten? Ja. Schon Facebook. Oder TikTok. Oder WhatsApp. WhatsApp. Das kann man schreiben, weißt du? Ja, das ist WhatsApp. Oder? Ja. Nimm mal WhatsApp. Ja. Passt. Ja. Gewonnen. So sollen wir dir vorbeilassen, nicht? Ja. Aber der kann ich nicht vorbeilassen. Machen wir die nächste Frage, das könntest du wissen. Welche Vorarlberger Gemeinde war früher für den Tabakanbau bekannt? Ist das Geissau, Frastanz oder Schrunz? Wo hat man früher in Vorarlberg Tabak abgebaut? Geissau. Jetzt überlegen wir noch mal. Oberland, Unterland, wissen wir nicht. Also Geissau, Schru oder Frastanz? Dann kannst du Frastanz sein, oder? Frastanz. Frastanz ist richtig. Ja. Frastanz war bekannt früher für den Tabakanbau. Ja. Ja, das ist interessant teilweise. Ja. Gell? Das schaffen wir ja mit der Sendung, mit der Vorarlberger Wirtschaft zusammen. Vor allem mit der Sparte Industrie, die sponsern das. Ja. Und darum habe ich auch Fragen aus der Vorarlberger Industrie immer dabei. Und zwar möchte ich von dir wissen, welche Vorarlberger Firma verarbeitet deiner Meinung nach am meisten Kunststoff? Ist das Aipler, Getzner oder Blum? Aipler? Das ist ein bisschen eine Fangfrage. Welche? Musst du ein bisschen runtergehen. Aipler, Getzner oder Blum? Blum nicht. Also, dann ist es. Getzner Chemie. Meinst du, dass die am meisten Kunststoff verbraucht? Ja. Nein, es ist leider der Blum. Der Blum? Blum? Tatsächlich, der Blum ist der Verarbeiter im Vorarlberger Meisterkunst. Ho, ich bin noch nicht so ja.
Leider falsch. Ja, ja, das macht nichts. So, was haben wir noch? Eine haben wir noch. Ja. Und zwar gibt es jedes Jahr von der Vorarlberger Wirtschaft, Industrie, einen Lehrlingsball. Und jetzt gibt es ein Motto. Was glaubst du, ist 2023, also im letzten Ball, das Motto gewesen? Top die Wette gilt, Zauber der Lehre oder Back to the 90s? Also entweder die Wette gilt oder Zauber der Lehre oder die 90er. Lehrlingsball. Top die Wette gilt, Zauber der Lehre oder Back to the 90s? Zauber der Lehre. Zauber der Lehre ist richtig. Schau. So, Robert, sind wir wieder daheim. Ja. 30 Euro Gutschein hast du auch gewonnen, ja. Zum Essen gehen. Da schauen wir, Vorarlberg isst. Viele Gasthäuser in Vorarlberg nehmen die Gutscheine. 1, 2, 3, 30 Euro haben wir gesehen, dann muss ich da leider abziehen. Ja. Aber kann man nicht machen. 30 Euro sind 30 Euro. Ja, sowieso. Guten Appetit auf jeden Fall. Und vielen Dank. Dankeschön. Die Industriekscher, das Quiz auf drei Rädern, wurde Ihnen präsentiert von der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Vorarlberg.